willkommen zu diesem neuen Video. Ich dachte mir, ich habe mal 7 Tage lang jeden Tag aus einer anderen Küche gegessen. Nach verschiedenen Nationalitäten. Zum Beispiel einen Tag lang mexikanisch, am nächsten Tag russisch. Am nächsten Tag habe ich dann polnisch, asiatisch und so weiter. Und ich dachte mir, wir machen das jetzt nochmal in einer Kurzversion. Einen Tag lang essen wir türkisch. Ich habe irgendwie noch nicht so viel türkisch gegessen und ich habe mal auf TikTok geguckt. Mir wurden so viele leckere Sachen vorgeschlagen, dass ich mich gar nicht entscheiden konnte. Und ich habe jetzt aber mal 4 Sachen rausgesucht, die wir heute nachmachen werden. Zum Frühstück, Mittag, Abendessen und ein Nachtisch. Wir werden alles selber machen, deswegen bin ich gespannt, wie es wird. Ich versuche es richtig auszusprechen. Ich habe mir gerade eben die Aussprache vom Frühstück 10 Mal angehört, in der Hoffnung, dass ich es jetzt richtig sage. Und zwar machen wir zum Frühstück Menemen. Ich zeige euch, was man dafür alles braucht. Ich habe hier nämlich schon alles vorbereitet. Wir brauchen einmal Tomaten, Zwiebeln, eigentlich grüne Paprika, aber es gab gestern leider keine mehr, deswegen habe ich jetzt gelbe genommen. Rote Paprika, wir brauchen Eier, Petersilie und Butter. In dem TikTok, was ich mir dazu angeguckt habe, ich glaube, ein Enkelkind mit seiner Oma fand das irgendwie so süß und wir machen das jetzt einfach genauso nach. In der Hoffnung, dass es auch genauso schmeckt. Aber wir wissen alle, von Oma schmeckt es immer am besten. Also von Oma und Mama, die können es irgendwie immer noch mal 10.000 Mal besser, als wenn man es selber macht, oder? Okay, erstmal Öl in die Pfanne und dazu auch noch Butter. Das Ganze schmelzen lassen. Ich liebe den Geruch von geschmolzener Butter. Es gibt wirklich kaum was Besseres. Es riecht so gut. Was ich mir gerade frage, warum mixt man nicht Öl und dann nochmal mit noch mehr Fett? Schmeckt besser. Okay, jetzt kommt schon mal die Zwiebel mit rein. Jetzt die Paprika dazu. Und es kommen jetzt noch Tomaten rein. So, jetzt noch Pfeffer und Salz. Teamwork. Ein bisschen Zeit ist jetzt vergangen. So sieht das Ganze mittlerweile aus. Ich habe noch ein bisschen Paprikapulver mit reingegeben. Jetzt kommen da noch 3 Eier mit rein. Ich kann das, glaube ich, mit einer Hand gar nicht und dann auch noch mit der linken. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt mache ich nochmal den Deckel zu und dann müssen die Eier erstmal fertig werden. Essen ist gleich fertig, aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass es auf jeden Fall eine 10 von 10 ist. Wenn ich zum Frühstück Omelette oder Rührei oder so mache, mache ich es nämlich auch immer recht ähnlich. Also ich mache sowohl Zwiebeln als auch Tomaten als auch Paprika immer rein. Das gehört für mich einfach irgendwie dazu, deswegen werde ich das auf jeden Fall gleich mögen. Zum Schluss kommt oben drauf noch Petersilie. Und fertig. Sieht so lecker aus und es riecht auch richtig lecker. Es gibt dazu Toast. Sieht aber echt wild aus. Und? Ich meine, es sieht aber echt wild aus, ehrlich gesagt. Also. Das ist so lecker. Würde ich einfach auch so jeden Tag machen und essen. Ist auf jeden Fall richtig lecker, das lassen wir uns jetzt schmecken. Wir bereiten jetzt das Mittagessen vor und zwar machen wir Yalama. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Dafür muss ich erstmal einen Teig vorbereiten. Dafür erstmal 170 Milliliter Wasser, ein Teelöffel Hefe, ein bisschen Zucker und ein bisschen Salz. Jetzt 300 Gramm Mehl. Noch ein bisschen? Noch ein kleines bisschen? Oh. Egal. Und das Ganze jetzt erstmal umrühren. Da kommt jetzt noch ein bisschen Öl rein. Den decke ich jetzt ab und der darf eine Stunde lang ruhen. So, ich fange jetzt schon mal mit der Füllung an. Ich habe hier erstmal 2 Zwiebeln und eine Spitzpaprika klein geschnitten. Das Ganze wird jetzt erstmal angebraten. Dann kommt Hackfleisch dazu. Wir nehmen natürlich wieder veganes und zwar das hier. Kommen jetzt auch noch Paprika und Chilipulver rein, ein bisschen Kräuter und Salz und Pfeffer. Tomatenmark. Jetzt kommen Tomaten rein und Wasser. Während das Ganze köchelt, habe ich hier schon mal den Teig genommen. Ich habe ihn schon mal 4 Stücke abgeteilt und 1 Stück ausgerollt. Und das kommt jetzt in die Pfanne und wird da quasi fertig gebacken. Wild. Die Pfanne ist ein bisschen klein. Wir sind zu viel ausgerollt. Der erste Pfannkuchen wird immer schlecht. Ja, wirklich. Währenddessen rolle ich hier schon mal den anderen Teig aus. Und ich muss sagen, der ist richtig schön fluffig geworden. Das ist voll gut geworden. Ich habe nie so glaube ich, ich bin sowieso nicht so oft am Teig machen. Aber der ist gut geworden. Hallo? Was? Du solltest einschlagen, weil du den Teig gut gemacht hast. Jetzt hast du mehr in der Hand. Das erste Teigstück ist fertig und das zweite habe ich auch mal direkt reingeworfen. Ich puste sich hier gerade voll auf, aber es sieht echt gut aus. Ich finde ehrlich gesagt auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es richtig lecker wird gleich so zusammen. Ich habe hier auch nochmal Joghurt mit Knoblauch gemixt, also nichts weiter, einfach nur Joghurt und Knoblauch. Und das kommt am Ende auch nochmal so ein bisschen als Topping drauf. So, das Brot ist fertig und es ist richtig gut geworden. Jetzt habe ich gesehen, hat sie im TikTok erstmal so ein bisschen eingedippt, das Ganze hingelegt. Und dann kommt da eine Schicht von der Soße hier rauf. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut. Auf jeden Fall kommt das dann hier wieder oben drauf und dann schichtet man das. Ein bisschen wie Lasagne irgendwie, nur mit Brot. Einfach Brot-Lasagne, aber es riecht geil, es sieht geil aus. Vor allem, ich feiere so ein dünnes Brot irgendwie, ne? Sieht richtig lecker aus. Nächstes Brot. Ich zeige euch gleich mal, wie das fertig aussieht. Bin gespannt. Ich habe es jetzt mal durchgeschnitten und jetzt kommt noch der Joghurt mit, mit dem Knoblauch da oben drauf. Boah, wir waren mal in so einem türkischen Restaurant. Das, was ich gegessen habe, war so ähnlich. Stimmt, das sah ähnlich aus. Bereit für den Taste-Test? Klar. Taste-Test. Ich habe gesehen, man isst das so mit den Fingern. Roll das so ein bisschen auf. Der Knoblauch, der passt da richtig gut zu. Also wo passt Knoblauch nicht zu? Also ich glaube, das können wir nochmal auf jeden Fall definitiv nochmal machen, oder? Mhm. Lecker. Das ist perfekt, oder? Papa hat auch schon probiert. Und was sagst du? Lecker?
Oha, echt wild. Vor allem Knoblauch passt richtig gut dazu. Ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Ich habe hier eben so ein Viertel aufgefüllt. Einer ist noch übrig, den geben wir Angie mit. Kann sie auch mal probieren. Jetzt geht's an unsere Manti. Und zwar bin ich gerade schon dabei, Kartoffeln zu kochen. Ich habe die extra klein geschnitten, damit es jetzt schneller geht. Daraus machen wir Kartoffelpüree. Wir essen ja kein Hackfleisch, deswegen machen wir die in Vegetar, also mit Kartoffeln. Aber ich habe das TikTok auch gesehen, da machen die es auch mit Kartoffeln. Also scheint wohl gängig zu sein. Dann habe ich hier schon mal Zwiebel ganz klein geschnitten. Das wird jetzt angebraten und nachher zum Kartoffelpüree dazu gegeben. Ich habe hier, glaube ich, eine Zwiebel unter meinem Fuß. Nice. Geil. Mittlerweile haben wir sogar schon so Hunger wieder. Also ich jedenfalls, weiß nicht, was bei dir ist. Ja, wir hatten ja nur so ein Viertel von dem Yalama, ist das, glaube ich. Vom ersten Moment gesättigt, aber jetzt habe ich auch wieder richtig Hunger. Hier nochmal ein kleiner Zeitsprung zurück. Und zwar habe ich nach dem Mittagessen schon mal direkt den Teig für unser Abendessen vorbereitet. Und zwar haben wir vor, Hingelmantissi zu machen. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Mehr. Weniger, weniger. Oh, ups. Egal, passt. Und dann brauchen wir ein Ei. 100 Milliliter Wasser und ein bisschen Salz. Mhm. Das Ganze darf jetzt natürlich wieder schön durchgeknetet werden. Ich lieb's, ey. Ich muss sagen, der Teig ist echt hässlich geworden. Der andere Teig von vorhin war irgendwie schöner. Muss der hier jetzt nochmal in 4 Stücke geteilt werden. Also ich habe das jetzt in 4 gleich große Stücke geschnitten, beziehungsweise ungefähr gleich groß. Und das wird jetzt nochmal ruhen gelassen für ungefähr 1-2 Stunden. Ich habe hier schon mal den Teig recht dünn ausgerollt und schneide ihn jetzt so eine Streifen und jetzt nochmal so quer. So, die Kartoffeln werden jetzt gestampft und zwischendrin mache ich auch schon mal ein bisschen Paprikapulver rein. Salz und Pfeffer. Kartoffelpüree ist fertig. Ich hatte da auch noch die Zwiebeln mit reingegeben. Und jetzt, die werden recht klein, nimmt man halt so Kartoffelpüree, füllt das rein. Vielleicht hätte ich die ein bisschen größer machen sollen. Vielleicht ein bisschen schöner als das, aber das mussten wir jetzt ungefähr so, ich weiß nicht wie oft machen, bis alles fertig ist. Oft. Ich guck mal, wie lange ich dafür brauche. Und los. Wir haben insgesamt fast 35 Minuten gebraucht. Ich muss sagen, unsere Mante haben alle unterschiedliche Größen. Und dann haben wir noch umso größer gemacht, desto besser. Die kommen jetzt aber alle heiß in heißes Wasser. Jetzt lassen wir die mal kochen. Ich habe hier schon mal wieder Joghurt mit Knoblauch gemischt. Und dann machen wir noch so eine Tomatensauce. Die besteht einfach nur aus Butter und Tomatenmark zusammen. Und das kommt nachher oben drauf als Topping. In diese Tomatensauce kommt auch noch ein bisschen Wasser hier rein. So, ich habe die jetzt mal auf den Teller gefüllt, nachdem wir gekocht haben. Jetzt kommt unser Joghurt drauf. Bin so gespannt. Und zum Schluss noch die Soße hier. Kurz nach 18 Uhr und wir machen jetzt einen Taste-Test. Ich muss auch sagen, mich erinnert das ein bisschen, bis auf die Soßen, an so ein bisschen Vareniki, also Teig mit Kartoffelpüree-Füllung. Aber ich probiere jetzt mal. Ich bin schon sehr gespannt, vor allem mit den Soßen. Die Soßen sind so geil. Ich finde nur, man braucht so lange für sowas. Und das stimmt. Aber schmeckt am Ende so gut. Also ich könnte es wirklich jeden Tag essen, aber ich würde mir, glaube ich, nicht jeden Tag den Aufwand dafür machen. Absolut nicht. Bewert mal. 10 von 10. Wirklich. Oh, die riechen aber echt gut. Probier mal. Schön gut. Ist absolut gut. Ist gut, ist geil. Ehrlich geil. Wenn wir das auch gegessen haben, gibt es tatsächlich auch noch einen Nachtisch, den wir selber machen werden. Auch wenn ich danach wahrscheinlich pappvoll sein werde. Den möchte ich aber auf jeden Fall noch ausprobieren, deswegen sehen wir uns gleich wieder. Zeit für einen Nachtisch. Ich bin zwar schon pappsatt, aber ich finde das sah ganz lecker aus. Und ich hoffe, dass ich es jetzt richtig ausspreche. Edamame Kelmasa. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir brauchen auf jeden Fall dafür Pinienkerne, Grieß, Zucker, Butter und Milch. Dann brauchen wir Milch. Das Ganze umrühren. Jetzt wird die Butter geschmolzen. Und dann nehmen wir die Pinienkerne und die kommen mit rein. Jetzt kommt hier Grieß rein. Das ist jetzt so ein bisschen pulverig geworden, aber genauso soll es auch sein. Das Ganze wird jetzt ein bisschen angebraten, bis es so bräunlich ist. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt kommt schon mal ein bisschen Milch rein. Ich glaube, wenn das ungefähr so aussieht wie ein Teig, ist es fertig. Ich glaube. So sieht das Ganze jetzt aus. Taste-Test. Ich bin so gespannt. Achtung, es heiß. Riecht irgendwie nach, weiß ich nicht. Ich finde, es riecht so ein bisschen wie Kekse, die gerade im Backofen fertig werden. Ja, stimmt. Es riecht nach irgendwas, was man schon kennt irgendwie. Ja. Ist geil. Mhm. Ich find's echt gut. Die Pinienkerne zwischendurch sind echt geil. Ja, passt mal gut dazu. Mhm. Ansonsten schmeckt es so ein bisschen halt nach Keksteig. Ja, aber auch ein bisschen wie Grieß einfach. Aber das ist lecker. Das ging nur sehr auf den Arm. Wir mussten uns abwechseln beim Rühren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er ein paar Tage hält, weil das schaffen wir definitiv nicht alles heute und morgen. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Land ich als nächstes machen soll. Ich finde mexikanisch zum Beispiel hört sich auch gut an. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.